Sein unsichtbares Wesen lässt sich ja doch seit Erschaffung der Welt an seinen Werken mit dem geistigen Auge deutlich ersehen, nämlich seine ewige Macht und göttliche Größe. Es sind Spuren des Schöpfers da. Wenn man sie sehen will, kann man sie sehen. Auch wenn viele versuchen, diese Spuren irgendwie unkenntlich zu machen, sie sind unmissverständlich da.